Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Rechnen mit unendlich. Was du bereits wissen solltest, ist, was Grenzwert unendlich bedeutet. Und wir werden uns jetzt zusammengesetzte Folgen in Zusammenhang mit Grenzwert unendlich anschauen. So, wir nehmen an, dass wir zwei Folgen haben. Die eine mit Folgengliedern un, die andere mit Folgengliedern pn. Und die erste Folge geht gegen unendlich. Und der Grenzwert der zweiten Folge ist eine positive Zahl p. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich zusammengesetzte Folgen nehme? Was passiert mit dem Grenzwert? Zum Beispiel in Teil i haben wir die Folge, wo das n-te Folgenglied jeweils das Produkt der zwei n-ten Folgenglieder ist. Das heißt, ich nehme dann immer das Produkt zweier Zahlen, wo die erste Zahl beliebig nah an der positiven Zahl p dran ist, während die zweite Zahl beliebig groß wird. Dann ist das Produkt natürlich auch beliebig groß und somit ist das eine Folge, die gegen unendlich geht. Wenn ich statt die zwei n-ten Folgenglieder miteinander zu multiplizieren, minus pn mal un nehme, dann multipliziere ich immer eine Zahl, die näher und näher an minus p dran ist, mit Zahlen, die beliebig groß werden. Das heißt, der absolute Wert der Folgenglieder wird dann beliebig groß, aber alle Folgenglieder sind negativ. In dem Fall sagen wir, dass die Folge gegen minus unendlich geht. In Teil 3 nehmen wir die Folge, wo das n-te Folgenglied jeweils die Summe der zwei n-ten Folgenglieder ist. Da die Folgenglieder un beliebig groß werden, wenn ich jeweils eine positive Zahl zu jedem Folgenglied dazu addiere, dann wird das noch größer. Somit ist der Grenzwert immer noch unendlich. Aber sogar wenn ich statt eine positive Zahl dazu zu addieren, eine positive Zahl subtrahiere, dann wird die Summe immer noch beliebig groß. Der Grund ist, dass der Grenzwert der Folge Pn eine positive Zahl ist. Wenn ich jetzt zu beliebig großen Folgengliedern, von beliebig großen Folgengliedern eine Konstante subtrahiere, dann werden die trotzdem beliebig groß. Und somit ist der Grenzwert hier auch unendlich.